Hallöle ihr Lieben und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir den wahrscheinlich größten Teil des kleinen Abenteuers mit Sailor Mars in... Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wenn es Lhasa ist, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo in Tibet. Wobei es war irgendwann mal die Rede von Nepal, glaube ich. Aber Lhasa ist eigentlich in Tibet. Egal. Und wir haben ein illusionäres Dorf entdeckt, haben dann später festgestellt, dass es Illusionen waren. Und jetzt sollen wir nach unserem frisch getroffenen Freund suchen. Hab seinen Namen schon vergessen, so unwichtig war er. Und eben nach Nergal, unserem persönlichen Gegner, also dem persönlichen Gegner von Sailor Mars. Und dafür müssen wir in diese Höhle, in der wir uns ja schon einmal verirrt haben. Tja, dann schauen wir uns jetzt weiter um. Wir haben inzwischen auch Phobos getroffen und werden wahrscheinlich auch irgendwann Deimos treffen, weil ich habe die Raben ja schon für tot gehalten. Aber die sind's nicht, was ich schön finde. Lebend gefallen die mir besser. Und dann schauen wir uns mal um, was wir hier so finden. Also vor allem finden wir hier unfassbar viele Zufallskämpfe. Ist es nicht schön? Nein, es ist nicht schön. Ich finde auch dieses System, dass einem quasi die Mana-Punkte oder Zauberpunkte und EP heißen sie ja hier, nach dem Kampf wieder aufgefüllt werden. Das macht es irgendwie ein bisschen sinnlos. Oh, wieder so ein langsamer Kampf. Habt ihr nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was die... Ich weiß immer noch nicht, was diese Kämpfe auslöst. Nur es werden scheinbar mehr. Ah, es passiert was. Was ist los? Ist das nicht eine Sackgasse? Das... Ja, Token des Hohen Priesters schimmert. Möchtest du das Token benutzen? Nein. Na, es war nur Einbildung. Okay. Ja, möchte ich. Ja, dieses Token sollte nützlich sein. Ich weiß kein wirklich brauchbares Wort für Token, also Pfandmünze, aber das passt nicht ganz. Amulett vielleicht. So, was jetzt? Ah, da ist ein Weg erschienen. Oh, Road war anscheinend wirklich wörtlich gemeint. Ein Lunapi, interessiert mich nicht. Was ist hier? Das sieht nach... Ach, das sieht jetzt wirklich nach Tempelruine aus. Gibt hier... Oh, das ist Jadeite. Ja, haben ja auch gesagt, dass hier Jadeite angebetet wurde, wie ein Gott, was ich seltsam genug finde. Oh, Octav. Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Staffel Octav war. Das war irgendwie ein Monster, das ich kann mich gut daran erinnern, das immer Octav gesagt hat. Aber, naja. Das ist Jadeite. Können wir den anreden? Ja. Das ist eine Bronzestatue von Jadeite. Wenn die aus Bronze ist, dann ist die nicht so alt, weil dann wäre sie grün. Also war Jadeite hier ein Gott? Puh, puh. Das ist ganz schön schwer zu glauben. Aber natürlich... Farek war der Name, genau. Aber natürlich, Farek und Jadeite sehen sich sehr ähnlich. Aha. Okay. Und hier so? Ein Springbrunnen. In einem verlassenen Tempel. Bestimmt. Oh, was ist das denn? Das sind Zufallskämpfe. Ich liebe sie. So sehr, dass ich sie mit Feuerringen beschmeiße. Okay, Alarm C, C-Kolon und C-Kolon. Und ein Level Up. Was sind das für Items? Wahrscheinlich irgendwelche, wieder irgendwelche Süßigkeiten, die man, die einen heilen. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Hä? Hm. Items sortieren? Ah, so kann man umblättern. Okay, ja, das ist Lhasa-Wasser. Das ist süßes Wasser, das heilt. Okay, und sonst? Nix. Aber hier ist es auch nicht. Ah, vielleicht Ausrüstungsgegenstände. Das könnte sein. Nee. Komisch.
ich jetzt irgendwie was übersehen habe. Egal, wir gehen mal auf dieses Podest. Oder was das sein. Ach, das ist eine Treppe! Das ist aber die seltsamste Treppe, die ich seit langem gesehen habe. Okay, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Die Treppen sehen echt komisch aus. Habe ich noch nie so gesehen in einem RPG. Wahrscheinlich ist auf der Spitze der Boss oder so. Burning Mandala! Jetzt war es wieder dabei. Jetzt will ich mal wissen, wo ist denn das? Added to Items stand da. Wo sind denn diese Items? Ach hier, da steht's ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Entfernt die Selfishness-Krankheit. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das heißt, Selfishness. Müsste ich eigentlich wissen, aber was soll's. Ist auch nicht so wichtig, weil wir haben ja etwas, was alles heilt. Und was macht eigentlich der Moonshard? Ein glücklicher Mondstein. Wahrscheinlich eher glückbringender Mondstein. Und Alarm C. Aufwecken, wenn Verbündete schlafen. Ah, okay. Was soll's. Weiter hoch. Weiter hoch. Weiter hoch. Ah. Zufallskämpfe. Aber gut, wir sind in Nepal und es gibt die Yen. Lassen wir es mal so stehen. Okay, ein Lunapi. Da kann der Bossfight nicht mehr weit sein, wenn es hier schon einen Speicherpunkt hat. Wahrscheinlich auf der nächsten Etage. Na, was sag ich? Und da ist er. So, du bist jetzt also hier. Ma. Aber du wirst keine Herausforderung sein. Nichts kann uns aufhalten. Lasst uns kämpfen. Lasst uns kämpfen. Warte eine Sekunde. Warum muss ich gegen dich kämpfen? Ich will einfach nur, dass du Farek freilässt. So, du willst meine Motive wissen? Also dann... Dieser Stein geht an den Sieger. Das ist der Grund. Das ist Jadeites Stein. Ich sehe... Ich verstehe. Das ist der Grund, warum ich nach Nepal kam. Also doch Nepal. Wusste ich's doch. Okay, lass uns anfangen. Warte, ist Farek okay? Das werde ich dir erzählen, wenn du verlierst. Na schön, dann lass uns anfangen. Make up! Das wird bestimmt ein einfacher Kampf. Ich frage mich, ob wir gegen den auch zweimal kämpfen müssen. Gegen die. Die sieht nicht so komisch aus. So, erstmal Fire Soul. Die macht zumindest signifikant Schaden. Fire Soul Bird. Und das war's schon. Jeez, ich hab deine Stärke unterschätzt. Aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, zähl nicht darauf, dass du gewinnst. Das nächste Mal werde ich dich vollständig vernichten. Und werde ich die Stärke der Sailor Senshi vollständig vernichten. Das nächste Mal. Und wir sehen ein Flashback, nehme ich an? Ja. Wer ist das? Wer hat meinen Namen gerufen? Nergal. Ich bin die Schamanin Apsu. Und was willst du von mir? Ich hörte deine Stimme. Ich hörte die Stimme in deinem Herzen. Die Stimme in meinem Herzen? Du wolltest immer stark sein, nicht wahr? Ah. Du hast davon geträumt, stärker zu sein als die Sailor Senshi. Was sagst du da? Ich verstehe deine Gefühle. Und ich habe die Macht... Was? Ich habe auch die Macht, Nein, nochmal. Und ich habe auch eine Macht so groß wie ihre. Jetzt habe ich's. Hä? Was sagst du da? Es ist
möglich, eine solche Macht zu haben? Sag nicht solche Dinge. Dies ist die Macht, die mit der Macht der Sailor Senshi konkurrieren kann. Ich kann die schlafende Macht in dir erwecken. Ich könnte stark werden mit so einer Macht. Stark werden? Von jetzt an wirst du stark sein. Komm zu meinem... Ort, nein. Komm zu meinem Heim. Wir können die Sailor Senshi bekämpfen. Die Sailor Senshi bekämpfen? Du kannst dir selbst beweisen, dass du gegen die Sailor Senshi kämpfen kannst. Okay. Ich werde mitkommen. Hier ist Jade Stein. Ich habe versprochen, ihm den Gewinner zu geben. Jade Stein erhalten. Jade Stein erhalten. Erneut. Wenn wir uns erneut sehen, werden wir sehen, wer gewinnt. Sailor Mars, du bist meine Trophäe und das werde ich niemals vergessen. Warte, wo ist Farek? Dieser Mann schläft im hinteren Raum. Später. Wahrscheinlich see you later, also bis später. Deimos! Du bist in Ordnung, das ist gut. Farek? Hey, wach auf! Bitte, wach auf! Wenn du noch lebst, antworte bitte! Antworte mir! Der da oder wirst du es darstellen? Was ist das für ein Ort? Hey, was ist los? Deine Augen sind rot. Idiot! Ich war krank vor Sorge um dich. Ich meine, ich wusste nicht, wo du warst. Oh, ist das nicht süß. Aber du lebst noch. Ups. Hä? Vergib mir, Mars. Genau genommen ist mein Körper nicht real. Meine Seele ist das Einzige, was blieb. Das ist eine Lüge! Wenn es wahr wäre... müsste ich auch ein Geist sein. Nur um das zu erkennen? Naja. Also glaube ich dir nicht. Du bist kein Geist. Wirklich? Ich stimme dir nicht zu. Die Leute im Village von im Yaga Village waren dort, um den Tempel von Takrakub zu beschützen. Über viele Jahrhunderte kamen Leute in das Dorf, um zu beten. Das ist, warum ich kam, um zu beten. Ah, nein, das war meine Einladung. Die Leute von Krita Yuga waren unter denen, die den Tempel beschützt haben. Diese Leute beteten Jadeite-sama an im Tempel von Takrakub. Und diese Gebete gaben uns diese Erscheinung. Also haben sie dafür gesorgt, dass du wie Jadeite aussiehst. Es tut mir leid, diese Erinnerungen sind so schmerzhaft. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Mars, danke dir. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Ich verschwinde jetzt. Leb wohl. Farek. Idiot. Meine Tränen hören nicht auf. Warum hast du gewartet, bis mir das zu sagen, bis du verschwunden bist? Warum hast du dafür gesorgt, dass ich dich so sehr hasse? Tröstet mich bitte, Phobos, Deimos. Ich danke euch. Lei-chan, du hast es geschafft! Hast du Jadeite Stein... Ich will mal Jadeite sagen. Hast du Jadeite Stein gefunden?
Ja, ich hab ihn gefunden. Was ist los? Deine Stimme klingt ein bisschen seltsam. Es ist nichts. Ich komme bald zurück nach Japan. Rachan, büb, büb, büb. Usagi ist, wie sie immer ist. Ach, das war Usagi? Okay, ich dachte, das wäre Luna gewesen. Mach dir keine Sorgen. Phobos, Deimos, lass uns zurückgehen. Leb wohl, Farek. Wow, das war emotionaler, als ich gedacht habe. Also so viel Story hätte ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Und jetzt? Ah, da kommt noch was. Ja? Luna? Ach so. Rachan hat ihre Geschichte beendet. Speichern, aber sicher. Jupiter ist die nächste, war ja klar. Genau die Reihenfolge, was auch sonst. Ich fürchte allerdings, das wird wieder so eine Sache, bei der ich erstmal leveln werde müssen. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja. Also keine Panik. Oh. Kapitel 2. Die Suche nach den Steinen. Sailor Jupiter. Das ist so weit, wie ich gehen kann. Aber wo sollte sie nochmal hin? Könnte der Stein, der benötigt wird, um Mamoru-san zu beschützen, wirklich hier sein? Jetzt rennt die schnell. Marine National Park? Ich nenne es mal im Englisch. Ich frage mich, ob das wirklich ein Nationalpark ist. Ich fange morgen an, nach dem Stein zu suchen. Irgendwie sieht die ganze Gegend auch so ultra nach Jupiter aus. Mit dem Grün und den rosa Blumen. Also, ja. Also, was esse ich denn zum Abend? Ich denke, ich fange ein paar Forellen und mache Shiyaki. Ich weiß nicht, was das ist. Aber irgendwas mit Fisch anscheinend. Oh, was ist das? Ah, okay. Das war jetzt ein kleiner Zeitsprung. Ich glaube, das Gelbe da ist ein Zelt, oder? Ich hoffe, es ist ein Zelt. Wer ist da? Entschuldige bitte, aber ich habe etwas wirklich Gutes gerochen. Und damit meine ich nicht dich. Hä? Bist du hungrig? Komm her, ich gebe dir die Hälfte ab. Wirklich? Oh, süß. Dieser Junge. Er sieht genauso aus wie Senpai. Senpai mit M. Okay, das liegt an der Art der Umschrift. Senpai, also nach der Umschrift, die ich gewohnt bin, würde man es mit N schreiben, aber Senpai halt. Ja, klar, er sieht genauso aus wie Senpai und sie bluscht. Oh, bluscht sie süß. Oh, das ist köstlich. Es gibt nicht viele Leute hier, die so gutes Zeug machen können. Ich lebe hier ganz in der Nähe, aber ich war sehr hungrig. Also still, aber warum still, verstehe ich nicht. Hä? Hier in der Nähe? Aber ist es nicht ein Nationalpark? Ja, egal. Warst du hier zum Sightseeing? Also Sightseeing ist ja ein üblicher Begriff, sagt man ja auf Deutsch auch. Nein, ich suche etwas. Ich suche einen Stein mit dem Namen Nephrite. Wenn ich ihn nicht finde, dann wird jemand sterben. Hä? Es gibt einen Stein. Es gibt so einen Stein in der Nähe. Wirklich? Vielleicht. Nationalpark? Dorf? Wait. Aber ich hab ganz vergessen, wo sollte sie denn hin? Ach, nach Kanada, glaube ich, ne? Ja. Ja, stimmt. Kunzeit war in der Türkei und irgendeiner war in Kanada. Das muss ja dann jetzt dieser sein. Vielleicht weiß es jemand im Dorf. Dorf? Ja, also ich sollte es Außenseitern nicht sagen, aber ich lebe im Medias Village, also im Media Dorf.
Es ist im Wald, komplett umgeben von Bäumen. Oh. Die meisten Leute denken, es ist zu hart, so weit zu gehen wie das Dorf. Jeder, der es schafft, kriegt eines dieser Amulette. Ich habe eins zu viel, ich gebe es dir. Wirklich? Ja. Es ist für deine großartige Kochkunst. Du hast ein Amulett erhalten. Jetzt, wo du das Amulett hast, bringe ich dich zum Dorf. Lass uns zum Mediasdorf gehen. Das Zelt und das Feuer lassen wir einfach da. Okay. Das ist mein Dorf. Mein Vater ist hier der Häuptling. Also Chief, Häuptling, ich weiß nicht, was sonst. Während du hier bist, kannst du in meinem Haus bleiben. Oh, ist das hier. Das ist aber echt putzig. Ich muss etwas in der Literatur des Dorfes nachlesen. In den Schriften oder so, würde man vielleicht sagen. So, gibt's hier Kämpfe? Oder wahrscheinlich nicht. Wir sind ja im Dorf, aber ich sehe hier nicht viel von Dorf. Was steht denn hier? Steht da überhaupt was? Westen Medias Village. Okay, also zurück. Lalala, was steht hier? Dieses Medias Dorf. Ach, wo? Ich sehe kein Dorf. Hä? Ah, im Baum oder wie? Nee, das klang nach Dungeon. Da gehe ich nicht rein. Hä? Wo ist denn... Ah, hier ist das Dorf. Okay. Dorf. Hab verstanden. Was sagt denn die Uhr? Ja, ist ganz okay. Hm. Ich werde mal eben in diesen Baum schauen, weil wenn das wirklich ein Dungeon ist, kann ich da bestimmt leveln. Und das werde ich dann bei Gelegenheit als nächstes tun. Ah ja, hier gibt's Kämpfe. Okay. Wahrscheinlich harte Kämpfe. Prophet. Den kenne ich auch nicht. Supreme Thunder! Mal sehen, ob es was bringt. Oh, was zum Teufel? Habt ihr nicht gesehen? Alter Falter! Uah. Gut, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit, deswegen zeige ich jetzt mal meine Vorgehensweise. Ich werde erstmal Accessoires anlegen, die wir noch haben. Und zwar vor allem diese Tiaras, weil die erhöhen Verteidigung, und zwar ganz enorm. So, jetzt lege ich mal spaßeshalber dreimal die Tiara an. Fragt nicht, wie das geht. So, jetzt haben wir eine deutlich erhöhte Verteidigung. Mal sehen, wie wir jetzt kämpfen. So, ich hoffe, es ist wieder nur ein Gegner. Ja. So, Supreme Thunder benutze ich mal. So, Sonic Wave. Trifft uns erstmal nicht, das ist schon mal gut. Wir treffen aber auch nicht. Okay, dann mal Thunder Dragon. Sonic Wave. Tut ihm auch nicht viel, okay. Langsam finde ich es unheimlich. Okay, wir haben keine Energie mehr. Jetzt müssen wir physisch angreifen. Aber ihr seht, allein dadurch, dass wir jetzt die Ausrüstung gewechselt haben, haben wir plötzlich wesentlich mehr Leben. Also wesentlich mehr bessere Verteidigung. Und der kann uns schon kaum noch was tun. So stark war das. Wir treffen ihn allerdings auch so gut wie gar nicht, aber ich denke, das wird sich sofort erledigen, wenn wir ein Level abschaffen. So, das dauert aber jetzt eine Weile, deswegen werde ich das jetzt mal arg beschleunigen. So. Nein, ich wollte eigentlich einen Gegenstand benutzen. Und zwar Nigiri müsste reichen. Und weiter geht's. Okay, ganz so schlimm war es tatsächlich beim Sailor Mars Kapitel nicht. Es wird also scheinbar auch noch schlimmer tendenziell. So, und weiter geht's. Ups. So, wir haben ihn besiegt. Erfahrung bekommen, kein Level up. Okay, das wundert mich.
Aber wir denken, ich denke mal, wir können tatsächlich nochmal an den Accessoires schrauben. Wenn das so ist, nehmen wir stattdessen ein Bracelet. Das erhöht unsere Angriffskraft. Vielleicht macht uns das die Kämpfe schon mal einfacher. Und wir gucken mal, was als nächstes kommt. Dann kriegt ihr diesen Levelprozess einmal mit. Also natürlich nur... Oh, zwei Gegner. Das mache ich nicht mit. Da haue ich sofort ab. Da seht ihr es, ne? Ein Gegenstand gewechselt und schon machen sie höllisch viel mehr Schaden. Aber es wäre jetzt gerade wahrscheinlich so viel Schaden, dass ich es noch halbwegs überleben kann, gegen die zu kämpfen. Aber ich würde dann gerne gegen einen kämpfen, weil zwei sind mir dann doch zu heftig. Make up! So, jetzt nehmen wir mal den Coconut Cyclone. Wirklich mehr Schaden machen wir allerdings nicht. Okay, ich werde dann jetzt mal fliehen. Beziehungsweise ich gehe raus aus dem Kampf. Das ist das Schöne bei diesem Emulator, ich kann einfach zurückspulen. Dann muss ich das hier auf die harte Tour machen. So, ihr habt es jetzt gesehen. Ich rüste nochmal die Tiara aus. Und... ja, ich möchte es euch eigentlich aber doch zeigen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal einen Kampf auslösen, damit ihr seht, was so ein Level-Unterschied ausrichten kann. Da müsst ihr halt damit leben, dass ich jetzt ein bisschen die Kämpfe halt überspringe. Sieht ja auch irgendwie lustig aus. So, wartet mal. Wenn man mal so einen Kampf im Superschnelldurchlauf sieht. So, ich habe ihn besiegt. Jetzt habe ich ein Level up und jetzt wollen wir mal sehen, wie viel macht das Unterschied. Ein Level up. Die Gegner waren gerade nahezu unbesiegbar. Ohne die entsprechende Ausrüstung. Wie sieht das jetzt aus? Okay, es sind zwei. Ich haue ab. Wobei, die können mir nicht viel tun, ne? Also eigentlich... So. Was haben wir jetzt? Ah, so ein langsamer Kampf. Okay. So, jetzt haben wir einen Kampf. So. Wie hau ich jetzt zu? Nach einem Level up. Okay, das sieht immer noch nicht wahnsinnig gut aus. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich mache mal einfach eine Attacke. Vielleicht bringt das mehr. Okay. Hier ist es jetzt nicht so, dass ein Level-Up so viel mehr bringt. Wobei, ihr seht schon, drei. Na gut. Egal, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe eigentlich gedacht, dass das genauso ist wie bei den anderen Kämpfen. So, hier habe ich zwei Gegner, aber das macht ja nichts. Ich sehe gerade, die Lebenspunkte werden auch aufgefüllt, wenn ich einen Kampf beendet habe. So, den Kampf machen wir schön im Schnelldurchlauf. Und ihr seht, wie lange der dauern würde, wenn ich den auf normaler Geschwindigkeit spielen würde. Ich würde ja meines Lebens nicht mehr froh, ey. Stopp, das will ich sehen, weil wahrscheinlich gibt es ja ein Level-Up. Nee, gibt's nicht. Okay. Ja gut, schade, dann... Nee, ist egal, auch wenn die Folge länger dauert. Ich ziehe das jetzt durch. Ich will noch einen Level-Up versuchen, wenn ihr dann seht, wie absurd schlecht das Spiel gebalanced ist. Oder getuned ist. Wenn es dann wieder nicht hinhaut, dann ist es bei Jupiter halt einfach nicht so. Dann war es halt bei den letzten beiden so und bei diesem ist es nicht so. Aber ich ziehe das jetzt mal durch. So, Level up. Jetzt bin ich mal gespannt. Macht's jetzt einen signifikanten Unterschied?
Ich meine, es ist ja schon so, sie können mir nicht mehr wirklich was tun. So, jetzt hau ich den mal. Was macht sie jetzt? Sonic Wave. Und ich haue. Und ihr seht, es ist einfach ein Level up und ich mache viermal so viel Schaden wie vorher. Also hier waren es mal zwei Level, bevor der Effekt letztlich funktioniert hat. Jetzt mal mit Attacke. Was passiert dann? Oh, bei der Gelegenheit können wir dann mal die Attacken durchgehen. Und Sparkling Wild Pressure. So viel einfacher kann das sein. Ja, und so werde ich das jetzt machen. Hier werde ich jetzt rumgehen und im Schnelldurchlauf sehr schnell leveln. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich dann deutlich mehr Level habe. Ich hoffe, dieses Video mit sehr vielen Turbo-Sequenzen hat euch trotzdem gefallen, dass ihr mal gesehen habt, wie schlecht das Spiel getuned ist. Und falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert, teilt das Video, was auch immer ihr sonst so für mich tut. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter, ist mir auch recht. Ich sag mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.